Hallo Meinung, ja, dass wir immer besser werden, das zeigt mein heutiger Gesprächspartner. Ich darf ihn kurz vorstellen, er wird es nachher auch noch selber tun. Es ist eine Reihe von Errungenschaften. Es ist Professor Dr. Ulrich Kutschera. Seines Zeichens hat er studiert Biologie, Chemie und Musikwissenschaft, wie ich jetzt erfahren musste. Professor Kutschera unterrichtet an der Universität in Kassel. Eines seiner Lehrgebiete ist die Evolutionsbiologie. Herr Professor Kutschera, herzlich willkommen bei Hallo Meinung. Vielen Dank für die freundliche Einladung. Sehr gerne. Herr Professor Kutschera, wir befassen uns im Augenblick ja mit einem Thema. Ich möchte sagen, wir haben es zwangsauferlegt bekommen. Ich höre es früh morgens, mittags, abends, nachts. Ich höre es im Autoradio, ich lese es. Wir kommen nicht mehr dran vorbei, das Thema Corona. Wir haben jetzt auch heute, ich bin ja nicht hauptberuflich Hallo Meinung, sondern hauptberuflich bauen wir ja Stein auf Stein und auch in der Nähe einer Schule. Ich musste heute sehen, Maskenpflicht an den Schulen der Fünftklässler. Das ist ein Ganztageszwang. Meine Frage, die sich hiermit beschäftigt, ist das Thema Corona-Schutz oder Psychoterror. Daraus sehe ich, wir haben in Bayern, wie gesagt, heute Schulbeginn gehabt und in Baden-Württemberg. Ich bezeichne diese Maske als Maulkorb. Und ja, wie sehen Sie diese Maske als Schutz an? Ist es ein Maulkorb? Ist es eine zwingende Notwendigkeit? Sie beschäftigen sich damit und Sie werden unseren Zuhörern auch kurz sagen, warum. Ja, zunächst möchte ich ein paar einleitende Worte beisteuern. Viren sind keine Lebewesen, sondern molekulare Parasiten, die sich in Zellen ihrer Wirte ausleben. Ganz wichtiger Punkt. Viren gibt es, seit es Zellen gibt auf der Erde. Viren gehören quasi zum Leben und auch zum Menschen. Viren sind also was ganz Natürliches. Das ist der erste ganz wichtige Punkt. Es gab wohl noch nie einen Mensch, der nicht irgendwie mit Viren infiziert war oder in Kontakt stand. Die zentrale Frage ist es natürlich, wie gehen wir mit diesen sogenannten Wuhan-Viren oder auch Corona-Virus-Partikel genannt. Offiziell haben sie einen Namen bekommen, SARS-CoV-2-Viren. Wie gehen wir damit um? Antwort lautet natürlich zunächst mal, wir sollten das nicht auf die leichte Schulter nehmen. Das ist überhaupt keine Frage. Jeder Mensch, der diese Krankheit, Covid-19, so heißt sie, mal durchlaufen hat, mild oder auch stärker, wird Ihnen sagen, dass das nicht so ohne ist. Ich habe mit Leuten gesprochen, die darunter gelitten haben. Es ist mehr als eine einfache Grippe, das ist klar. Andererseits müssen wir natürlich auch Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen berücksichtigen. Und da habe ich den Eindruck, und ich glaube, da sind wir uns einer Meinung, dass im Moment in der großen Politik das Ganze überzogen wird, dass also die Gefahren, die es durchaus gibt natürlich, überbewertet werden und gerade mit den Pflichtmasken aber dann doch negative Konsequenzen, gerade für Kinder, können wir noch vertiefend ansprechen, praktisch in Kauf genommen werden. Um es kurz zu machen, mir tun die kleinen Kinder, wenn ich sie morgens sehe, mit ihrem Maulkorb leid. Ich habe sogar das Gefühl, sie leiden darunter, sie schauen traurig, verängstigt praktisch umher. Und genau die Frage wollen wir jetzt noch vertiefend, wissenschaftlich fundiert weiterführen. Herr Professor Kutschera, Sie sind ein international tätiger und bekannter Evolutionsbiologe. Sie haben hunderte von Fachpublikationen und sehr viele Buchveröffentlichungen. Und Sie haben gerade im Elite-Journal Science drei Artikel zu der Coronavirus-Frage veröffentlicht und Ihrem aktuellen Buch. Und zwar ist es das aktuelle Buch, das heißt Klimawandel im Notstand. Biologische Realitäten widerlegen politische Utopien. Haben Sie ein paar Dinge mit angesprochen? Und zwar heißt es dort Klimawandel im Corona-Land. Und behandeln Sie neben der illegalen Massenzuwanderung und der Kohlendioxid-Erderwärmung Hysterie und durch die Wuhan-Viren, behandeln Sie da nicht drei verschiedene Themen, die da unterschiedlich zu betrachten sind?
Jens, ich habe keinen Ton. Behandelt. Wenn Sie überlegen, das ist die zeitliche Abfolge. Wir hatten seit 2015 die Problematik, die hält natürlich an, mit dieser illegalen Massenzuwanderung, vornehmlich Männer aus arabisch-afrikanischen Ländern. Dann ging es los 2018 mit Fridays for Future. Plötzlich standen wir vor dem Erdhitzetod. Das hat sich dann aber plötzlich 2019, 2020, als die Wuhan-Viren zu uns kamen, geändert. Niemand spricht mehr von der fiebrigen Erde, sondern wir hören nur noch, wie Sie richtig gesagt haben, Corona, Corona, Corona. Inhaltlich haben die drei Themen natürlich von der Substanz her wenig gemeinsam. Aber bedenken Sie bitte, alle drei Fragen werden in der Mainstream-Presse, vor allem auch eben in der großen Politik, irrational, emotional, ohne faktische Grundlage diskutiert. Es ist einfach für einen Naturwissenschaftler traurig mit anzusehen, wie hier Dinge politischen Ideologien geopfert werden, wie Tatsachen geleugnet werden, wie im Grunde eine postfaktische Sicht der Dinge, ne? Es zählen unsere Gefühle, unsere Emotionen, Moral zählt plötzlich, ja, alles muss gut sein und so weiter. Das steht im Mittelpunkt. Vor allem Personen wie Sie und ich, die sich kritisch mit den Problemen unserer Zeit auseinandersetzen, die werden als Leugner bezeichnet. Ja, Corona-Leugner, Klimaleugner. Das ist absolut lächerlich, wenn man wissenschaftlich denkt. Viruspartikel sind real existierende Einheiten, die kann man nicht leugnen. Und Klima ist ein statistischer Wert. Darüber müsste man nochmal separat sprechen. Das sind also die großen Zusammenhänge. Herr Professor, Sie haben es jetzt schon gesagt, wir werden separat sprechen. Das heißt also, dieses Video wird kein Einmaldreh sein, sondern wir werden eine Sendereihe mit Ihnen machen, indem wir die verschiedenen Themen aufklären. Nun gestatten Sie mir, Sie haben im Vorwort Ihres Corona-Buches, schreiben Sie, dass der für März geplante Aufenthalt in den USA, Sie hatten einen Forschungsaufenthalt dort geplant, im kalifornischen Stanford, bei der Stanford University, der musste verschoben werden. Als Grund sagen Sie, dass die Elite-Uni, der Laborbetrieb wurde heruntergefahren, um weitere Ausbreitung des Coronavirus, der Pandemie, zu verlangsamen. Wie bewerten Sie das? Das erschließt sich mir nicht ganz und sicherlich auch nicht unseren geneigten Zuhörern, dass Sie sagen, Sie haben diesen Forschungsaufenthalt in der Stanford University und das zeigt schon mal, dass Sie international tätig sind, eine der besten Universitäten, die es in der Welt gibt. Wie bewerten Sie das, dass jetzt wegen der Ausbreitung, wegen der Sorge der Pandemie der Forschungsbetrieb heruntergefahren wurde? Ja, ich möchte die folgende politisch inkorrekte Anmerkung machen. In Stanford, Kalifornien, das ist eine Universität mit angeschlossenen Forschungsinstituten, die unabhängig agieren, arbeiten weltweit die besten Biologen und Mediziner. Viele davon kommen aus asiatischen Ländern, viele sind natürlich auch Amerikaner. Die Maßnahmen, die man im März ergriffen hat, waren sehr gut durchdacht. Das war erstens klassische Hygiene, das heißt also Hände waschen. Zweitens Abstandsregeln. Dann natürlich keine Großveranstaltungen, das ist auch absolut sinnvoll. Aber jetzt kommen wir gleich zum Maskenthema. Da sieht es ganz anders aus. Da hat man in Stanford, Kalifornien beschlossen, dass nur in kleinen Räumen, wo mehrere Menschen miteinander zusammenarbeiten, ein Mundschutz Sinn ergibt und auch dort dringend empfohlen wird. Auf dem Campus, draußen im Freiland, wird keinerlei Mund-Nasen-Bedeckung angeraten und das hat biologische Gründe, die wir vertiefend noch besprechen werden. Ich halte also die gerade angesprochenen Maßnahmen für durchdacht und für sinnvoll. Nicht jedoch das, was unsere Bundesregierung uns derzeit permanent in immer verstärkter Form aufoktroyiert. Vor allen Dingen nicht im Verhältnis zu dem, was die tatsächlichen Zahlen sagen. Und die tatsächlichen Zahlen, die sprechen ja nur das Gegenteil von dem, was uns an Angst und an damit an einem Gefühl vermittelt wird,
dass viele Menschen die Sorge umhertreibt, um zu sagen, wie geht's denn weiter? Unser Ministerpräsident hier in Bayern, Markus Söder, spricht ja von der zweiten Welle, die da ist, nur eben die Zahlen sprechen nicht dafür und zeigen ein anderes Bild. Jetzt gestatten Sie mir, Sie haben auf der Seite 151 Ihres Buches, gehen Sie unter der Überschrift Grenzenloses Siedlungsgebiet und Coronavirus-Pandemie auf die Biologie verschiedener Krankheitserreger ein. Was haben offene Grenzen mit der Corona-Problematik zu tun? Das erschließt sich sicherlich viel nicht. Ja, das hat sehr viel miteinander zu tun. Bedenken Sie bitte, Menschen sind komplex gebaute Säugetiere, die ganz natürlicherweise mit Schadorganismen wie Parasiten, Milben, aber auch Krankheitserregern, wie zum Beispiel die von Fledermäusen stammenden, über eine sogenannte Zoonose sich ausbreitenden Coronaviren befallen werden. Das ist was ganz Normales, was Natürliches. Jetzt bedenken Sie, dass die Menschheit noch vor, naja, sagen wir mal 10.000 Jahren auf die Kontinente Afrika, Asien, Europa im Wesentlichen begrenzt war. Es gab lokale Populationen. Mit der Ideologie der offenen Grenzen, auch Globalismus genannt, mit dem Durchmischen der gesamten Menschheit, haben wir völlig neue Verhältnisse, die im Grunde auch nicht der Natur unserer Spezies entsprechen. Deshalb können sich jetzt plötzlich lokale Epidemien, ja, Epidemien sind also Ausbreitungsphänomene von zum Beispiel Viren, die aber auf ein Gebiet begrenzt sind. Diese Epidemien können jetzt zu einer Pandemie erweitert werden. Wenn also massenhaft Menschen über Flugzeuge ohne Kontrolle von Asien nach Europa, nach Nordamerika fliegen, vor allem wenn man eben auch im Rahmen dieser Ideologie Grenzkontrollen, ich möchte mal sagen, nicht nur abschafft, sondern sogar zum Tabu erklärt, dann gibt es eben sowas wie diese Corona-Pandemie. Im Grunde können Sie sagen, hätten wir einen vernünftigen, rational begründeten Grenzschutz, vor allem wenn man weiß, dass ein Problem irgendwo entsteht, wie zum Beispiel in Wuhan, China, und hätte man da rechtzeitig Maßnahmen ergriffen, schauen Sie mal nach Vietnam, da ist überhaupt nichts passiert, ja? Dort wurden die Grenzen geschlossen, dann hätte es das ganze Problem einschließlich des Lockdowns überhaupt nicht gegeben. Ich habe in meinem Buch also klipp und klar dargelegt, dass die Ideologie des Globalismus, offene Grenzen, letztlich hauptverantwortlich war und immer noch ist, für die glücklicherweise inzwischen zurückgehende Pandemie. Das ist der große Zusammenhang. Es gefällt mir, Sie sind ja, ich habe ja Ihr Buch gelesen, es gefällt mir, Sie sind ein streitbarer Typ und Wissenschaft lebt ja im Grunde genommen vom Zwist, vom Streit, dass man zu Ergebnissen kommt, so kenne ich es zumindest. Wir sind nun, was unseren Jahrgang, ich habe mich ja vorher informiert, so weit sind wir nicht auseinander. Aber ob ich jetzt im Bereich der Chemie, ob ich im Bereich der Mikrobiologie, der Evolutionsbiologie, des Bauwesens und Statik und so weiter, wir können uns nur fortentwickeln, wenn es nicht nur eine Meinung gibt, sondern wenn wir um die Sache streiten und dann sagen, wir kommen zu der bestmöglichen Lösung. Jetzt gestatten Sie mal, dass ich zurückkomme zu dem Thema Gesichtsmaske, eingangs unseres Gespräches. Sie haben es nur einmal in Ihrem Buch, so viel ich mir notiert habe, auf Seite 470 haben Sie erwähnt, zur Nasenbefeuchtung in trockener Zimmerluft eine Maske zu tragen. Ich wiederhole, die Empfehlung zur Nasenbefeuchtung in trockener Zimmerluft eine Maske zu tragen. Wenn Sie das bitte erläutern würden. Ja, als international tätiger Biowissenschaftler orientiere ich mich grundsätzlich an den besten Quellen, die weltweit zur Verfügung stehen. Und das ist das sogenannte Annual Review of Virology. Sie können es übersetzen und sagen, das Jahrbuch für Virologie in Palo Alto, Kalifornien, herausgegeben. Dort haben führende Biologen Anfang diesen Jahres klargelegt, dass die SARS-CoV-2-Partikel
als Winterviren zu charakterisieren sind. Ganz wichtiger Punkt. Menschen verbringen viel zu viel Zeit in geschlossenen Räumen. Im Winter sitzen wir oft bei geschlossenem Fenster, Heizung aufgedreht, in völlig trockener Luft. Das sind Verhältnisse, die unserer Natur komplett zuwiderlaufen. Keine Luftbewegung, trockene Zimmerluft. Und da ist unser Lungengewebe vorgeschädigt. Und diese in gewisser Weise kaputte Lunge, die Mucosa-Schicht, kann sich nicht ordentlich aufbauen, wird dann sehr empfänglich für Viren jeglicher Art, die jetzt wieder Atemwegserkrankungen auslösen. Und unter genau diesen Bedingungen, geschlossene Räume, Heizung an, trockene Luft, vorgeschädigte Lunge, findet jetzt diese Tröpfcheninfektion statt. Und wir wissen aus vielen Studien, dass die Wuhan-Viren, also SARS-CoV-2, die diese als Coronaviren bezeichneten Partikel, dass die eben unter diesen Bedingungen übertragen werden. Draußen im Freiland kommt es praktisch zu keinerlei Ansteckung, sage ich jetzt mal, und auch nur Menschen, die wirklich Symptome zeigen, vor allem Husten, Niesen, sind gefährlich. Jetzt kommt der Punkt. Unter solchen völlig künstlichen Bedingungen, Großraumbüro, 5, 6 Leute nah beieinander, wenn da einer hustet, werden sie alle krank, das kennen wir alle von Grippeviren. Wenn man jetzt dort eine Alltagsmaske trägt, das wird in Stanford, Kalifornien genau empfohlen, dann befeuchten wir unsere Ausatmungsluft und sorgen dafür, dass das Lungenepithel eben eine Mucosa-Schicht, also eine Schleimschicht, aufbauen kann. Und genau das sind die Bedingungen, unter denen gewisse Masken durchaus Sinn ergeben können. Sobald wir im Frühling, Sommer ins Freiland gehen, haben wir völlig andere Verhältnisse. In der Sonne wird im Körper Vitamin D gebildet, das Immunsystem ist verstärkt aktiv, virale Infektionen werden weitgehend verhindert. Deshalb klingt ja auch diese, diese Welle an Covid-19-Toten, meistens alte Männer über 65 Jahren, immer mehr ab, weil eben dieser Sommereffekt hier eintritt. Das Thema Gesichtsmaske ist also nur in diesem Kontext überhaupt sinnvoll und all das, was wir jetzt zurzeit erleben, naja, das würde ich als unsinnig ist vielleicht zu hart, aber vielleicht doch als widernatürlich, nicht wirklich wissenschaftlich durchdacht, politisch motiviert interpretieren. Herr Professor, danke für die Ausführung. Ich schätze Sie sehr, wenn Sie eines bitte bedenken wollen und zurücknehmen, alte Männer ab 65, ich bin 67, Herr Professor, bitte, ja, also da würde ich dich um eine kleine Korrektur bitten. Ja, ich bekomme immer wieder sehr viele Anfragen über Mails, dass uns Menschen fragen, ist eine wissenschaftliche Studie bekannt, die die Wirksamkeit der Gesichtsmasken belegt. Jetzt sagten Sie ja zu Recht, Sie kommen mit den besten Wissenschaftlern dieser Welt zusammen. Gibt es eine Studie, die wir unseren Menschen, die uns unterstützen, die uns lesen, die uns begleiten, die unsere Videos anschauen und es sind ja mehrere Millionen, gibt es eine Studie, die man empfehlen kann, wo man sagt, damit ist die Wirksamkeit zu belegen? Ja, es gibt eine sehr solide Studie plus Nachfolgeuntersuchungen. Vor 10 Jahren hat ein Biologe in den USA im Fachjournal Applied Biosafety Band 15 unter dem deutsch übersetzten Titel Schützt dich diese Gesichtsmaske wirklich? Genau unsere Frage analysiert. Er hat 4 verschiedene Gesichtsbedeckungen im Experiment untersucht und hat überprüft, wie wirksam sind diese sogenannten Masken. Erstens Baumarkt-Feinstoffmasken,
also Feinstaubmasken heißen sie in der Regel auch, die zeigen einen Schutzeffekt von nur 6%. Also 94% aller Partikel gehen durch, wobei in dieser Studie auch Tröpfchen, die virale Teilchen enthalten, also Viruspartikel tragen, berücksichtigt worden sind. Also bei Baumarkt-Feinstaubmasken nur 6% Wirksamkeit. Zweitens die sogenannten Alltagsstoffmasken. Das, was von der Politik uns aufgedrückt wird, sage ich jetzt mal. Die haben einen Schutzeffekt von etwa 11%. Das bedeutet, die Durchlässigkeit auch für Tröpfchen, die Viren tragen, liegt bei 90%. Wir haben also eine gerundet nur etwa 10%ige Schutzwirkung. Das müssen wir einfach mal klar aussprechen hier. Drittens gibt es ja chirurgische Masken, die im klinischen Bereich benutzt werden. Die haben immerhin Schutzeffekte von 33%, zwei Drittel der Teilchen, auch virustragende Tröpfchen, dringen immer noch durch. Viertens gibt es die sogenannten partikelfiltrierenden Halbmasken, Schutzstufe FFP2 oder 3. Diese vor allem dann eben in Kliniken von Ärzten und Krankenpflegern benutzten Masken haben einen Schutzeffekt von 90%. Also nur 10% aller Partikel dringen durch. Jetzt müssen Sie bedenken, dass diese chirurgischen Masken und diese partikelfiltrierenden Anordnungen, die Sie sich ins Gesicht praktisch montieren können, muss man schon sagen, die sind nicht in der Praxis, im Alltag geeignet, auch kaum verfügbar. Ich möchte also festhalten, dass wir hier von der Politik etwas aufgedrückt bekommen, ein Schutzmedium, also eine Standardmaske verordnet bekommen, die nur einen 10%igen positiven Effekt mit sich bringt. Meiner Ansicht nach, als Naturwissenschaftler, ergibt das wenig Sinn und genau darüber möchte ich eben unsere Zuschauer informieren. Das ist übrigens auch ein Grund, warum ich in diesem Klimawandel-Notstandsbuch im Corona-Kapitel die Schutzmaske noch einmal zitiert habe. Natürlich war mir bekannt, dass diese Standardstoffmasken praktisch wirkungslos sind und deshalb ist eben auch das Thema eigentlich gar nicht im Zentrum. Abstand halten, Hygiene, keine Großveranstaltungen würde völlig ausreichen, um hier dieser zur Pandemie ausgeweiteten ehemaligen Epidemie entgegenzuwirken. Jawohl. Und ich ergänze dazu und natürlich immer wieder Überprüfung der Situation und der Verhältnismäßigkeit und nicht sagen, das, was im März richtig war, muss jetzt auch richtig sein. Und da gibt es ja so ein paar Hardliner und einen haben wir hier in Bayern. Ich bin erstaunt über die Erkenntnislagen und das, was letztlich wirklich an Schutz gewährleistet ist durch die verschiedenen Masken. Nun gibt es ja eine Studie des Universitätsklinikums in Leipzig, was Gesichtsmasken angeht. Und ich gehe davon aus, und Ihr profundes Wissen wird mir das sicherlich bestätigen, dass Sie diese Studie kennen. Und was sagen Sie dazu? Das ist sehr löblich, dass hier Mediziner es gewagt haben, die zwei wirksamen, relativ wirksamen Masken, Nummer 3 und 4, chirurgische Masken, Schutzeffekt 33%, partikelfiltrierende Masken mit 90%iger Effizienz, die wurden untersucht mit einem eigentlich völlig trivialen Ergebnis. Wenn nämlich der Mensch sich körperlich betätigt, schon beim Laufen setzt es ein, gibt es Atemprobleme. Sprich, die Ausatemluft häuft sich hinter diesem Schutzschirm an. Das Kohlendioxid, 100-fach konzentriert in der Ausatemluft, ja, akkumuliert. Das Blut nimmt eine Ansäuerung an, wird also leicht säuerlich.
Ja, die Leistungsfähigkeit bei körperlicher Betätigung nimmt ab. Das Wohlbefinden der Menschen, dieser Zwangsmaskenträger, ist massiv beeinträchtigt, sodass wir sagen können, wirksame Gesichtsmasken sind mit ganz massiv negativen Folgen belastet. Auch die Standardstoffmasken mit einer 10% Schutzfunktion haben natürlich diese Phänomene, ich sage jetzt mal, in ihrer Natur. Ja? Das bedeutet also, die Atmung wird behindert und diese Kohlendioxidanhäufung mit Ansäuerung nachher ist da durchaus auch gegeben, aber eben in geringerem Ausmaß. Kurz gesagt, wir müssen beim Stichwort Maskenpflicht immer beide Aspekte, das heißt die potenziellen Vorteile und die massiven, in dem Fall massiven Nachteile, auch auf die Psyche, gerade bei Kindern, berücksichtigen, eine einseitige Sicht der Dinge unter Ausklammerung der Natur des Menschen führt nicht zum Ziel. Nun haben wir in Deutschland, wir sprechen die ganze Zeit von Maskenpflicht. Wir haben ja nun in unserem Nachbarland unmittelbar nur die Niederlande und dann Schweden. Dort gibt es keine Maskenpflicht, dort gibt es nur eine Empfehlung. Und soweit mir bekannt ist, halten sich die Zahlen, insbesondere was mir von Schweden bekannt ist, doch in einer Größenordnung, wie sie ursprünglich prognostiziert worden sind, weit entfernt im positiven Sinne. Also nicht positive Ergebnisse, sondern dass Schweden also doch ziemlich verschont wurde, was von der Notwendigkeit von Intensivbehandlung oder gar im Mortalitätsbereich, dass Menschen verstorben sind daran. Was sagen Sie dazu, dass unsere Nachbarn, ich spreche jetzt nur mal Niederlande und Schweden, dass die keine Maskenpflicht aussprechen? Ich habe eingangs ja schon Vietnam erwähnt. Ja, in Vietnam, ich habe Kontakt über meine US-Kooperation mit vietnamesischen Wissenschaftlern. Vietnam hat eine ganz strikt wissenschaftliche Sichtweise hier zugrunde gelegt. Und ähnlich vermutlich eben auch in Schweden und in den Niederlanden, nämlich es wurden Studien, wie ich sie vorhin diskutiert habe, berücksichtigt. Und man sagt ganz einfach, eine wirklich effiziente Schutzwirkung vor der Übertragung, also auf andere oder auch eben zurück zum Maskenträger, ist nicht gegeben. Die Niederlande und dort wieder die Ministerin, die Gesundheitsministerin, argumentiert noch viel schroffer. Sie sagt ganz einfach, es gibt überhaupt keine Wirkung. Das Ganze hat überhaupt keinen medizinischen Sinn. Das sehe ich sogar wieder etwas anders. Ich meine, 10% sind etwas. Und wenn jetzt ängstliche Menschen sagen, aber die 10% helfen mir doch, da habe ich nichts dagegen, wenn die Personen eben eine Maske tragen. Man muss aber ganz klar sagen, Niederlande und Schweden, dort gibt es keine Maskenpflicht, nur eine Empfehlung. Und Sie haben es gerade erwähnt, wenn wir uns da die Covid-19-Sterbezahlen pro Tag, das ist alles verfügbar, Wikipedia kann jeder einsehen, anguckt. Kann ich beim Vergleich dieser Kurven keinen positiven Effekt des Maskenzwanges hier in Deutschland erkennen? Das sind die Fakten. Jetzt ist es ja so, so eine Gesichtsmaske ist ja ein schwerwiegender Eingriff. Das heißt also, ein schwerwiegender Eingriff, ich sehe das selber, wenn ich im Lokal sitze, wenn die Kellner kommen, wenn ich einkaufen gehe, mir beschlägt die Brille, mag man alles sagen, okay, das ist alles nicht so schlimm, aber unsere Mimik, unser Lachen, unser Gesichtsausdruck, der geht ja damit gänzlich verloren. Ich sehe die Augen eines Menschen und ich habe heute, ich habe selber Enkelkinder und die Große, die ist in einer hohen Jahrgangsstufe, wenn die mit dem Ding wirklich 6, 7 Stunden da sitzt. Ich frage mich, handeln jetzt die Schweden und die Niederländer, handeln die nicht verantwortungsbewusst? Ist die Stoffmaske nutzlos, ein Placebo? Und dann frage ich mich weiter, das, was hier, ich spreche mal insbesondere jetzt von den Hardlinern hier in Bayern, Nordrhein-Westfalen ist ja, Laschet hat ja den Maskenzwang ein bisschen heruntergedreht. Aber ich sehe das manchmal, ist das staatlicher Psychoterror? Denn wie wir jetzt gehört haben, 10% ist viel, aber wiederum das, was uns mit den Masken auferlegt wird, kommt mir ein hundertprozentiges Sicherheitsgefühl entgegen, was ja nicht so ist. Und deshalb meine Frage,
Sehen Sie das als so auferlegten staatlichen Psychoterror, um besser zu gehorchen? Ich würde es als Placebo-Wirkung interpretieren. Objektiv betrachtet, wenn wir die Fakten wissenschaftlich sehen, ist eine Schutzvorrichtung, die mit 10%iger Effizienz arbeitet, nutzlos. Stellen Sie mal vor, Kondome werden verkauft, da steht drauf 10% Wirkungsgrad. Die Firma, die Gummifirma, wäre morgen pleite. Ja? Also Schutzvorrichtungen mit 10% positiver Wirkung sind eigentlich nur noch als Placebo-Effekt zu interpretieren, sodass also der Begriff staatlicher Psychoterror durchaus in die Diskussion gebracht werden kann, weil wir ja im Grunde die Biologie des Menschen einfach ignorieren. Sie haben es gerade völlig richtig gesagt, wir sind Augentiere, in der Evolution entstandene Großsäuger, Menschen leben in Gruppen, gerade Kinder orientieren sich ganz massiv am Gesichtsausdruck ihrer Kollegen, Kolleginnen, vor allem auch der Lehrer. Und was man da den Kindern, ich rede immer von den Schutzbefohlenen, ich bin auch Vater mehrerer Kinder, ich weiß, was Kinder brauchen. Wenn man also bedenkt, was man da den Kindern aufoktroyiert, die sich nicht wehren können, dann bekomme ich da wirklich riesige, Probleme. Im Grunde würde ich den Maskenzwang bei kleinen Kindern, Grundschule, innen wie draußen, sind praktisch Covid-19-resistent, das kommt dann noch dazu, das würde ich schon in Richtung also Missbrauch Schutzbefohlener sehen. Man müsste einfach Plus und Minus abwägen und eine vernünftige Lösung herbeiführen. Schweden, Niederlande machen uns das vor. Und diese Länder sollten wir in der Beziehung wirklich als Vorbild betrachten. Herr Professor, Sie polarisieren und ich darf es so sagen, Sie provozieren auch. Und das ist Wissenschaft. Nun schreiben Sie in Ihrem Buch, in dem Corona-Migrationsbuch, Sie vergleichen Covid-19-Fälle mit Selbstmorden. Sie vergleichen es mit der Grippewelle 2017, 2018 mit der Häufigkeit von Autounfällen. Ich frage mich, ist das nicht zynisch und eine Missachtung der an Covid-19 Verstorbenen? Also die Frage genauso provokativ zurückgestellt. Das kann man durchaus so sehen. Ich berufe mich in diesem Punkt auf einen renommierten Professor an der Stanford University, den ich auch persönlich kenne, der auch im Buch immer wieder zitiert wird. Und dieser Kollege ist weltweit führend in der Biostatistik. Er hat klipp und klar ausgerechnet, dass die Wahrscheinlichkeit, das war noch im März, im April, Mai, also als die Corona-Welle wirklich hoch war. Er hat ausgerechnet, dass die Wahrscheinlichkeit, mit der ein unter 65 Jahre alter gesunder Mann oder eine gesunde Frau an Covid-19 verstirbt, so groß ist wie die Wahrscheinlichkeit, beim Weg zur Arbeit mit dem Auto tödlich zu verunglücken. Das hat er für verschiedene Länder ausgerechnet. Und das macht einfach Sinn. Wenn Sie jetzt weiter bedenken, die ganzen weitgehend unzuverlässigen PCR-Tests werden ja nicht verrechnet auf die realen, relativen Infektionszahlen, sondern es werden Absolutwerte angegeben. Wenn Sie die richtig umrechnen, werden Sie sehen, dass die Welle im Grunde vorbei ist, dass wir im Grunde sagen müssen, die Sache hat sich langsam hoffentlich erledigt. Dann bedenken Sie bitte, wir müssen das auf 82 Millionen Bürger umrechnen. Wenn wir also heute in der Zeitung lesen, es gäbe noch, was weiß ich, wie viel, von mir aus 9.300 Todesfälle, das sind zu 90% Männer und Frauen stark vorerkrankt, über 65 Jahre alt. Selbst wenn es 9.000 junge Menschen wären, dann wäre das immer noch auf 82 Millionen bezogen, 0,0 irgendwas Prozent. Und das mache ich eben jetzt wirklich hier zum Vorwurf.
der gesamten Politik, das nicht wissenschaftlich fundiert in wirklichen, echten, umgerechneten Zahlenwerten, Prozent Gesamtbevölkerung argumentiert wird. Bedenken Sie bitte, dass pro Jahr etwa 9000 Selbstmorde zu beklagen sind. 75% sind Männer. Ja? Wer redet darüber? Es gibt Studien aus den USA, die zeigen, dass aufgrund des Lockdowns die Depressions- und Selbstmordrate, auch wieder vor allem unter Männern, die dann arbeitslos werden, massiv zugenommen hat. Und wenn wir dann eben bedenken, dass in Bayern, das sind wir am Ende unserer Diskussion angelangt, dass in Bayern die Schulkinder gezwungen werden, auf dem Weg zur Schule, das ist völlig sinnlos, und dann auch im Unterricht, das ist ebenfalls praktisch nutzlos, wenn man also plus minus berücksichtigt, wenn sie dazu, die werden dazu gezwungen. Wenn man das eben jetzt bedenkt, dann komme ich wieder zur Kernthese meines Buchs zu sprechen. Logik, Verstand, Naturwissenschaften, vor allem Evolution des Menschen, das müsste in der Entscheidungsfindung bei politischen Fragen, vor allem auch im Corona-Gebiet, an erster Stelle stehen. Das haben wir aber nicht. Was dominiert, sind politische Ideologien, Gender-Ideologie. Und diese Weltanschauungen haben für mich als ungläubiger Mensch quasi religiöse Züge. Und das ist der Grund, warum ich meine Aufklärungsagenda weiterführen werde und oftmals auch relativ deutliche Worte finden muss. Das ist in der heutigen Zeit, wo es immer so schön heißt, die sogenannte politische Correctness. Das ist schön, das zu hören. Herr Professor, jetzt sind Sie ja ein weltweit tätiger und auch anerkannter Wissenschaftler. Das vermag also keiner näheren Betrachtungsweise, das sieht man schon bei Ihren Überschriften. Meine Abschlussfrage ist, ich hatte vorhin davon gesprochen, ist die Pandemie jetzt vorbei? Gibt es eine zweite Welle mit all ihren Notwendigkeiten der Maskenpflicht und allen Auflagen, die die Bevölkerung, die Wirtschaft doch jetzt ziemlich in die Knie gezwungen haben? Und alle Erscheinungen und Auswirkungen dessen, was den Lockdown jetzt mit sich gebracht haben, das haben wir ja noch gar nicht. Denn wir haben die sogenannte Insolvenzantragspflicht haben wir ausgesetzt. Das böse Erwachen kommt ja erst nächstes Jahr. Also meine Frage an den Wissenschaftler, Professor Kutschera, ist die Pandemie vorbei und gibt es eine zweite Welle? Als Naturwissenschaftler bin ich kein Wahrsager. Ich kann immer nur Fakten benennen, diese interpretieren und letztendlich Wahrscheinlichkeiten ableiten. Die Corona-Winterviren haben in Deutschland bedauerlicherweise große Probleme herbeigeführt. Sie haben vor allem, als es noch kalt war, gewütet. Es gab wirklich eine Sterberate, die signifikant ist. Aber die Sache klingt immer mehr ab. Wir hatten zum Beispiel aktuell jetzt zum 8. August 2020 weniger als 220 Menschen, die aufgrund von Covid-19 bundesweit in Krankenhäusern untergebracht waren. Rechnen Sie das auf 82 Millionen um, das ist einfach nichts. Ja? 0,0 irgendwas. Ich halte es bei diesen sinkenden Infektionszahlen, auch wenn man die PCR-Tests einrechnet und richtig berechnet, für unwahrscheinlich, dass eine zweite Welle kommt. Ich befürchte aber was ganz anderes. Wir haben noch gar nicht über die Grippewelle, Influenza-Virus-Pandemie gesprochen. Da gab es 2017, 2018 25.000 zu beklagende Todesfälle, ganz viele junge Menschen sind auch verstorben. Ich befürchte, dass, wenn die natürliche Grippewelle kommt, das dann in irgendeiner Form so dargestellt wird, dass da die Coronaviren wieder verantwortlich sind. Und da müssen wir Wissenschaftler aufpassen, das ist unser Verantwortungsbereich, dass da eben die wirklichen Fakten in die Öffentlichkeit getragen werden. Und ich bin sehr darüber erfreut, dass wir beide so hervorragend
hier interagieren und wir werden unsere Aufklärungstätigkeit in der Richtung weiterführen. Herr Professor Kutschera, bevor ich mich bedanke, darf ich noch mal auf das Buch hinweisen. Wir fügen es auch im Anschluss noch mal als Link mit bei. Klimawandel im Notstandsland, biologische Realitäten widerlegen politische Utopien. Das ist also sehr lesenswert. Ich darf unsere Zuschauer auch darauf hinweisen, wir werden in Kürze einer unserer weiteren Videos, die werden sich auch mit einem streitbaren Mann beschäftigen, der in Berlin lebt, der ein Parteiausschlussverfahren hinter sich hat, das noch nicht abgeschlossen ist, mit Namen Thilo Sarrazin. Und ich vergleiche Sie, zwei streitbare Typen. Es hat mir Spaß gemacht. Lieber Professor Kutschera, ich sage recht herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und ich freue mich, dass Sie bei Hallo Meinung dabei sind. Dankeschön. Vielen Dank.